So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, ich hatte sie schon mal angeboxt, wo ich sie mir nagelneu, also das erste Mal gekauft habe. Das ist jetzt das dritte Paket. 3x12 Stück habe ich mir bestellt. Es gibt ja einmal dieses 10er-Paket und einmal dieses 12er. Dieses 10er-Paket, die sind, glaube ich, 1 Zentimeter höher. Das heißt, wenn ihr Minifiguren habt, die besonders große Waffen haben, passen die besser rein. Aber mir reichen die 12er. Und welche das sind, das zeige ich euch nochmal. Weil, wie gesagt, ich habe sie schon angeboxt. Und das ist jetzt das dritte Mal, dass ich sie mir bestellt habe. Und ich finde die einfach nur mega cool. Und was ich zurzeit damit mache, das zeige ich euch natürlich auch gleich. Und wem ich alles da reinpacke. Es gehen nämlich 2 Lego-Minifiguren ohne Probleme rein. Und ihr seht, richtig schöne Verpackung, besonders die Knallfolie immer. Das ist aber auch wirklich richtig verpackt. Ich will es jetzt nicht umdrehen, weil da meine Adresse drauf steht. Deswegen lasse ich das jetzt so und versuche es so zu öffnen. Mit der Schere ist natürlich jetzt etwas blöd, aber auch das gelingt. So. Wie gesagt, wie ihr seht, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Die Zehner sind etwas hoch, aber das Beste ist immer die Knallfolie. Scherz beiseite. Aber jetzt packen wir sie mal aus, falls der ein oder andere sie noch nicht kennt oder wieder in Vergessenheit geraten. Weil, wie gesagt, ist das dritte Mal, dass ich sie mir jetzt bestellt habe. Allerdings muss ich sie auch immer etwas ändern. Und was zeige ich euch natürlich. Ihr seht, oh, diesmal ist keine Folie drin. Normalerweise ist da immer dicke Folie drin. Ne, diesmal nicht. Okay. Macht ja nichts. Das sind diese 6x6 Platten. Die tausche ich ab und zu aus. Warum? Star Wars hat bei mir grau. Marvel, Batman lasse ich schwarz. Und die anderen Geschichten wie Shima, Ninjago mache ich weiß. Und die kriegt man natürlich überall zu kaufen. Wie gesagt, ich mache jetzt gleich für Star Wars nämlich dunkelgrau. Dunkelgrau, Lego, passt wunderbar. Ist dicht, perfekt. Aber das komm ich gleich zu, weil ich muss meine Minifiguren reinpacken. Wie gesagt, schwarz nehme ich für Marvel und Batman. 2 Figuren, seht ihr selber, passen wunderbar rein. Ich nehme hinten immer einen transparenten Stein, dass er etwas höher steht. Wenn ich natürlich eine Figur habe, wo es besser aussieht, dass er so einen Strich nebeneinander, sieht das natürlich mega cool aus. Ist so. Ich packe es mal weg, weil Star Wars, es kommt drauf an, wem. Zum Beispiel hier passt nur eine rein. Ist klar, der hat zu viel Arme, Laserschwerter, sieht aber mega cool aus. Hier nehme ich die grauen Platten. Ihr seht es schon. Und weil ich letzte Zeit so viel ältere wieder finde, genau wie hier, den hintersten, der ein oder anderen kennt den von euch. Richtig kostbar. Seht ihr, da nehme ich immer diese Kaltransparenten. Und das hier sind richtig coole, teure Figuren. Besonders hier, der hinterste, der ist mega teuer geworden. Die natürlich auch. Sind aus ganz alte Lego Star Wars Sets. Oder hier. Seht ihr, hier passt es zum Beispiel auch gut mit den Druiden im Hintergrund. Den brauche ich auch nicht hochsetzen. Perfekt. Hier habe ich sie wieder hochgesetzt, damit es besser aussieht. Oder hier diese Farbkombi, die alten. Das ist richtig mega. Alles original Lego-Figuren. Das ist das Wichtigste. Und deswegen packe ich sie mir immer so ein. Und dann kann man sie ja, wenn man will, stapeln. Ihr seht, die halten. Perfekt, ihr könnt jetzt einen Turm machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch jetzt die großen Runden drehen, dass jeder einzelne
drehbar ist, habe ich natürlich auch schon gebaut, aber wofür drehbar? Und ihr seht, wie stabil die sind. Ihr wisst, was ich meine? Dann könnte jede einzelne Box drehen mit die großen Runden. Sieht natürlich mega cool aus, aber wer dreht da dran? Ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Aufbewahrungsboxen mega cool. Deswegen bestelle ich mir immer wieder welche. Und wie gesagt, Star Wars kriegt bei mir dunkelgraue Platten. Batman, Marvel, schwarz. Weiße nehme ich für Lego Shima. Da gibt es ja auch richtig coole Figuren, die ich demnächst alles einpacke. Aber erstmal verpacke ich alles meine alten Star Wars Figuren da rein. Aber nichtsdestotrotz, wo ich die natürlich immer bestelle. Sicher, bequem und günstig. Auf jeden Fall verlinke ich euch unter dem Video. Wie gesagt, das sind die 12er Packs. Die 10er sind einfach nur knapp einen Zentimeter höher. Falls ihr eine Figur reinpacken wollt, die einen schönen, einen Speer oder ein großes Schwert haben. Aber ihr seht, diese Boxen reichen wunderbar für zwei Personen oder zwei Minifiguren. Passen da locker rein, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir in die Kommentare, wie ihr die Boxen findet. Habt ihr sie vielleicht selber schon gekauft oder wollt ihr sie kaufen? Oder habt ihr noch eine andere Idee, was man damit machen kann? All das schreibt ihr es mir in die Kommentare. Ich verlinke euch die unter dem Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Es dauert zwar etwas, bis die angekommen sind, aber trotzdem, ich werde mir jetzt sofort wieder, ich glaube, noch ein, zwei Pakete kaufen. Davon 12er. Aber nichtsdestotrotz, eure Meinung, eure Kommentare jetzt, ob ihr sie gebrauchen könnt, wird mich auch interessieren. Aber das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.